Es wird nicht mal reflektiert in Deutschland. Es wird nicht mal reflektiert, dass es dieses Problem gibt. Aber nun kommt der Witz der Weltgeschichte. Der Witz der Weltgeschichte ist, dass über den G20-Prozess, wo Deutschland massiv kritisiert wird, Deutschland auf die Anklagebank kommt und Deutschland jetzt aber sagt, aber wir stehen ja gar nicht zu Recht auf der Anklagebank, weil in Europa haben wir ja eine ausgeglichene Bilanz. Und die Amerikaner sollen sich gefällig mal aus Europa raushalten. Europa hat eine ausgeglichene Bilanz, weil Deutschland einen Überschuss hat. Die anderen so hohe Defizite. Aber das wird jetzt als Verteidigungsargument benutzt gegen die Amerikaner, die sagen, die Deutschen sollen endlich mal ihre Überschüsse reduzieren. Dumm ist nur an der Geschichte, dass die Europäer im Mai, als es in Europa gekracht hat, die Amerikaner angerufen haben, gesagt haben, was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein großes Problem in der Eurozone, wollt ihr uns helfen über den internationalen Währungsfonds und mit eigenen Mitteln oder wie auch immer? Daran wird sich der amerikanische Präsident bestimmt erinnert haben, gesagt haben, ach guck mal, da war das ein Problem, über das ich reden durfte. Wenn ich aber jetzt darüber rede, dass es ein Ungleichgewicht in Europa gibt und Deutschland so große Überschüsse hatte, dann geht mich das nichts an. Auch das zeigt, wie naiv im Moment deutsche Politik ist und wie wenig sie von internationalen Zusammenhängen versteht. Ich wollte aber gar nicht so lange über diese Fragen reden. Das ist mein Problem jetzt. Jetzt ist das Ding aus. Da kommt es. Kommt wieder. Da kommt es. Ich wollte nämlich auch über dieses schöne Problem reden, das eng mit dem ersten zusammenhängt, das aber nicht nur ein internationales Problem ist, nicht nur ein internationales Problem, sondern ein nationales Problem auch. Nämlich die Frage Arbeitslosigkeit und wie bekämpft man Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeitskrise, die wir auf dieser Welt haben. Und dazu hat eine Bekannte von mir, Friederike Spieker, eine sehr schöne Grafik gemacht, die auch im Buch ist, über den Reallohn und die Produktivität. Und da sieht man, der Reallohn in den 50er Jahren, immer über 10 Jahre, eine ganze Dekade. Der Durchschnitt, das ist der durchschnittliche jährliche, aber jährliche Anstieg des Reallohnes in der Dekade. Und da sieht man zum Beispiel in den 50er Jahren, ist der Reallohn um 7% gestiegen, über 7% pro Jahr. Wenn der Reallohn um 7% oder über 7% pro Jahr steigt, verdoppelt sich das Einkommen in 10 Jahren etwa. Ne? Kennt ihr diese 70er-Regel? Verdoppelt sich in 10 Jahren. In den 60er Jahren ist der Reallohn noch um fast 7% gestiegen. Selbst in den 70er Jahren ist der Reallohn um 5% gestiegen. Und von da an ging es bergab. Und von da an ging es dramatisch bergab. Aber es ging nicht nur bergab, nämlich auch mit der Produktivität ging es natürlich bergab, aber es ging noch schlimmer bergab mit dem Reallohn. Und warum ging es mit dem Reallohn bergab? Nun, weil Deutschland mit den Chinesen kämpfen musste. Weil Deutschland ja nicht mehr wettbewerbsfähig war in dieser Welt. Das, was da passiert ist, ist genau das, was ich vorher erzählt habe, nur von einer anderen Sicht aus gesehen, nämlich aus dem Inland her gesehen, vom Inland her gesehen. Und die inländische Sicht war, dass man gesagt hat, in Deutschland sind die Löhne zu hoch und die Löhne müssen zurückbleiben, damit man mehr Beschäftigung schafft. Und die internationale Sicht war, wir müssen mit den Chinesen konkurrieren und die haben so niedrige Löhne, da können wir niemals mithalten. Was übrigens Quatsch ist, können wir nachher in der Diskussion gerne noch diskutieren. Ist völlig daneben. Aber jedenfalls, das Ergebnis war, dass man Ende der dieses Jahrhundert, des letzten Jahrhunderts gesagt hat, wir müssen jetzt von nun an eine völlig neue Politik machen, bei der die Reallöhne nicht mehr wie die Produktivität steigen dürfen. Und wenn man das jetzt fortschreibt, sieht man, es ist nicht nur auch die Produktivität gefallen, auch die Produktivität ist deutlich zurückgegangen, aber pro Jahr sozusagen wurden immerhin noch 1% Produktivität erzielt, aber die Arbeitnehmer haben in den letzten 10 Jahren noch irgendetwas um 0,2 bekommen real. Nur ist mehr investiert worden? Sind mehr Arbeitsplätze entstanden? Nein. Man kann das nachweisen. Kann man auch hier nachlesen, man kann es nachweisen. Es sind nicht mehr Arbeitsplätze entstanden. Wenn man vergleicht etwa mit Frankreich, wo die Reallöhne mit der Produktivität die ganze Zeit, wie die Produktivität gestiegen sind, sind in Deutschland weniger Arbeitsplätze entstanden. Es gab weniger Wachstum und es gab weniger Investitionen. Und warum steht heute Deutschland so stark da und Frankreich so schwach?
Nun, wegen dieses einen Moments, das wir vorhin diskutiert haben. Wegen des einen Moments, dass der, der außenwirtschaftlich stark ist in einer Welt, die hoch vernetzt ist, die globalisiert ist, wer außenwirtschaftlich stark ist, ist stärker als die anderen. Weil er kein internationales Kapital braucht, sondern sozusagen internationales Kapital verteilt. Und damit von den Kapitalmärkten niemals in Anspruch genommen wird mit irgendwelchen Schwierigkeiten, weil er braucht ja kein internationales Kapital. Aber die Länder, die Defizite haben, die brauchen eben jedes Jahr internationales Kapital, wie Griechenland oder ganz Südeuropa. Und deswegen müssen sie sich dem Diktat der Märkte beugen. Deswegen müssen sie das tun, was die Märkte von ihnen verlangen. Und die Märkte verlangen natürlich, dass sie den Gürtel enger schnallen, immer in dem Versuch, auch Überschüsse zu erzielen. Selbst wenn es nicht funktioniert. Aber Deutschland hat durch diese Politik zwar nichts Positives erzielt, und ich erkläre in einem Moment noch warum, aber es hat sich in eine extrem starke außenwirtschaftliche Position gebracht. Und deswegen hat auch jetzt Deutschland mehr Aufschwung als andere Länder. Es hat übrigens auch mehr Abschwung. Deutschland hat einen stärkeren Einbruch als die anderen Länder, hat jetzt einen stärkeren Aufschwung als die anderen Länder. Aber diese außenwirtschaftliche Position ist absolut entscheidend. Diese außenwirtschaftliche Position, die darüber entscheidet, ob ich internationales Kapital brauche oder nicht. Denn weil wir nichts an den Kapitalmärkten gemacht haben, wie ich am Anfang gesagt habe, weil nichts passiert ist, sind die Kapitalmärkte, die Finanzmärkte immer noch sozusagen die Entscheider über das Wohl und Wehe von Volkswirtschaften, weil sie darüber entscheiden, mit ihrer Spekulation, mit ihrer Einschätzung, zu welchem Preis solche Volkswirtschaften Geld bekommen. Denn auch der Preis, der für Anleihen zu zahlen ist, das war auf dieser Grafik übrigens auch zu sehen, oben, jetzt kommt sie nicht mehr, geht nicht. Egal. Auch der Preis für Anleihen ist ein, oh, das hat eine lange Verzögerung, das dauert einen Moment, ja, ich habe zu schnell gemacht. Auch der Preis für Anleihen ist ein rein Finanzmarkt, das ist oben rechts das, das ist der Preis für Staatsanleihen, das ist nicht der Preis für Staatsanleihen, das ist der Zins für Staatsanleihen, weil man das umgekehrt darstellen muss. Der Zins für Staatsanleihen ist auch ein von den Finanzmärkten dominiertes Phänomen. Der Zins für Staatsanleihen verhält sich auch wie die anderen Preise. Wenn man die korreliert, wir haben sie hin und her, vor und zurück korreliert, es kommen immer extrem hohe Korrelationen raus. In allen diesen Grafiken kommen extrem hohe Korrelationen im Bereich 0,8, 0,9 raus. Weil alle diese Preise von den Finanzmärkten, von den Erwartungen der Finanzmärkte dominiert werden, kann ein Land, das internationales Kapital braucht, und das brauchen Defizitländer, nun weil sie eben sich nicht selbst finanzieren können, auf Dauer nicht bestehen. Das ist der Knackpunkt, um den es geht. Und deswegen kann sich ein Land, das einmal durch Zufall oder durch Glück oder durch eine bestimmte Strategie, die die anderen nicht erkannt haben, in eine Überschussposition geraten ist wie Deutschland, deswegen kann ein solches Land nicht einfach sagen, ihr müsst jetzt immer in der Defizitposition bleiben. Und es kann auch nicht sagen, ihr müsst auch Überschüsse machen. Das geht nicht. Beides geht nicht. Und deswegen gibt es unter vernünftigen Menschen nur einen einzigen Weg, wie man dieses Problem lösen kann. Man sagt, gut, wir sind bereit zum Geben und Nehmen. Internationaler Handel ist Geben und Nehmen und ist nicht eine Einbahnstraße. Aber diesen Weg ist Deutschland nicht bereit zu gehen. Mein letzter Punkt, bevor wir zur Diskussion kommen. Warum hat das nicht funktioniert? Warum hat das nicht funktioniert im Binnenmarkt? Gute Neoklassiker, ich weiß nicht, Sie haben sich ja nicht geoutet hier, die Neoklassiker, sind ja bestimmt hier welche im Saal. Gute neoklassische Ökonomen würden ja glauben, dass es alles überhaupt kein Problem ist, auch im Binnenmarkt kein Problem ist, weil wenn man die Löhne senkt, steigt ja die Beschäftigung. Und dann hat man ja alle Probleme gelöst. Was ist aber passiert in Deutschland in Wirklichkeit? In Deutschland ist der Binnenmarkt total klein geblieben. Der Binnenmarkt ist flach wie ein Brett. Der Binnenmarkt ist genauso flach wie der Reallohn. Über die letzten 10 Jahre hat es keine Binnenmarktbelebung gegeben, sondern eben nur diesen Exportnexus, der durchgeschlagen hat auf extreme Steigerung der Exporte. Und warum ist das der Fall? Warum stimmt die neoklassische Theorie nicht? Denn in der neoklassischen Theorie, wie gesagt, man könnte ja, Herr Sinn hat es ja vorgeschlagen mehrfach, wenn man die Löhne um 20% senkt, ist überhaupt kein Problem, weil ja sozusagen am nächsten Tag die Unternehmen 20% mehr Leute einstellen oder mehr Stunden einstellen.
Und dann hat man natürlich kein Nachfrageproblem, sondern die Nachfrage steigt genauso wie vorher, weil die Menschen haben ja genauso viel Geld in der Tasche wie vorher. Das ist einfach eine neoklassische Theorie. Es gibt niemals ein Nachfrageproblem. Der Sachverständigenrat hat es in seinem Gutachten, das gerade vor 3 Tagen rausgekommen ist, nochmal bestätigt. Die Mehrheit des Sachverständigenrates, Peter Buffinger nicht. Die Mehrheit des Sachverständigenrates hat es nochmal bestätigt, dass das immer noch gültige Theorie ist.